Sehr verehrter Herr Blomstedt, sehr verehrte Frau Schindler und sehr verehrte Frau Schacht, sehr verehrte liebe Musiker, Freunde und Kollegen der Sächsischen Staatskapelle Dresden, liebe Gäste hier im Klemperer Saal der SLUB Dresden, herzlich willkommen alle miteinander. Morgen feiert die Sächsische Staatskapelle ihren Geburtstag. Und nicht irgendeinen, nein, den 473. sogar schon. Und wir freuen uns sehr, als Ihre Gedächtniseinrichtung auch weitere zukünftige Geburtstage gemeinsam begehen zu können und feiern zu können. Heute am Vorabend ist ein ganz besonderer Anlass. Wir freuen uns, dass eben durch die ganz dankbare Übergabe der Film- und Konzertmitschnitte der Sächsischen Staatskapelle aus den vergangenen Jahren wir in die Lage versetzt werden, heute gemeinsam einen ersten Einblick zu nehmen. Wir haben diese Filme, die uns geschenkt wurden und in den Bestand eingegangen sind, digitalisiert. Sie stehen jetzt einer breiten Öffentlichkeit digital zur Verfügung über das Landesprogramm SAFE, das eben Ton- und Filmaufnahmen digitalisiert und langzeitverfügbar macht. Heute ist ein ganz besonderer Abend, weil wir mit Herrn Blomstedt darüber ins Gespräch kommen, wie zu der damaligen Zeit gereist wurde. Wir können Filmausschnitte sehen, wir können ihn befragen, wie es damals war. Wir kommen darüber ins Gespräch und unser Kollege Herr Morgenstern wird diese Gespräche moderieren. Wir freuen uns auch sehr, dass alle, die jetzt nicht heute Abend in den Genuss kommen, diesen wunderbaren Einblick zu erhalten, trotzdem im Nachgang die Gelegenheit haben werden, den Filmmitschnitt der Aufzeichnung, die heute vorgenommen wird, im Nachgang eben nochmal zu betrachten. Insofern ist dieser Abend hier mit der leider durch die Corona-Pandemie sehr begrenzten Zuschauerzahl eine ganz, ganz exklusive Veranstaltung und wir freuen uns sehr, jetzt mit Ihnen gemeinsam Musik zu hören, Filme zu schauen, ins Gespräch zu kommen. Herr Morgenstern, bitte. Ja, lieber sehr verehrter Herr Blomstedt und liebe Gäste, es freut mich unglaublich, das können Sie sich sicher vorstellen, dass wir Herrn Blomstedt heute herlocken konnten in die SLUB, in die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Wir sind unter uns, habe ich das Gefühl. Es sind ganz viele Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle, ganz viele Freunde der Staatskapelle heute Abend unter uns und ja, ich weiß nicht, da mich Herr Blomstedt vorhin fragte, möchte ich Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz auch sagen, wer ich bin. Ich hatte das große Vergnügen und die Ehre, die Staatskapelle als Musikkritiker und Musikjournalist in den letzten Jahren, bestimmt 10 Jahren, auch auf ihre Fahrten, auf ihre Tourneen begleiten zu dürfen. Also insofern bin ich vielleicht ein Filmnachfahre von Herrn Schindler. Also ich habe unter Herrn Luisi und Herrn Snyder als Gastdirigenten und Thielemann und auch Chung unter den Maestri ganz verrückte Abenteuer erlebt in der ganzen Welt, in Abu Dhabi. Und auch, ja, als ich die Filme von Schindlers sah, dachte ich, also Tokio, abgehakt, und China und die Vereinigten Staaten, also da verbinden mich unglaublich tolle Erinnerungen mit den Orchesterreisen. Insofern freue ich mich also doppelt, heute mit Ihnen, Herr Blomstedt, noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen zu können. Denn, naja, wir reden, das muss man sich mal vor Augen führen, von einer Zeit vor einem halben Jahrhundert, als Sie in Dresden das erste Mal dirigiert haben.
Ich glaube, ich habe mir von unserer Kollegin Janine Schütz aus dem Kapellarchiv nochmal alle Daten raussuchen lassen. 1969 haben Sie das erste Mal in Dresden dirigiert. Und bevor wir zu dem Bratscher Alfred Schindler kommen, würde ich Sie sehr gerne nochmal einladen, dass Sie vielleicht mit uns diese Zeit nochmal auferstehen lassen und uns erzählen, wie das damals war, wie Sie nach Dresden gekommen sind und wie Sie damals Dresden wahrgenommen haben. Ja, guten Abend. Das war eine schockierende Begegnung. Nicht so viel mit der Kapelle, aber mit der damaligen Situation im Lande. Ich wohnte in Stockholm und bin mit dem Zug gefahren, von Stockholm bis Ost-Berlin, Zug wechselt und dann nach Dresden. Ich war zum ersten Mal in einem kommunistisch regierten Land und alles war fremd und neu. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich auch sagen. In Ost-Berlin haben wir Zug gewechselt, da war früh am Morgen, vielleicht 6 oder 7 Uhr morgens. Es war kalt im März und ich war total alleine. Ich habe keinen Mensch gesehen in den Ost-Berliner Bahnhof. Habe ich mal rumgeguckt und da entdeckte ich oben an der Rampe einen Soldat mit Gewehr. Das war meine erste Begegnung. Das war ein bisschen erschreckend. Aber nichts passierte natürlich, aber ich hatte das Gefühl, ich wurde beobachtet. Das war nicht so angenehm. Wechselte den Zug nach Dresden. Und ich war dort auch alleine in der Abteil und es roch so komisch. Ich bin nicht gewohnt, gerade diese Reinigungsmittel so in der Nase zu haben. Das war ganz fremd, aber unangenehm war das nicht. Komme ich nach Dresden, alles war so ein bisschen mit Fragezeichen. Und in Dresden, in der Neustädter Bahnhof, glaube ich, haben wir angekommen, war alles schwarz. Keine Gläser in den Fenstern, alles gebrochen. Und es sah aus, als ob der Krieg gestern vorbei war. Das war ein bisschen, ich war ein bisschen erschrocken. Aber dann kommt ein ganz fröhlicher Mann mich entgegen. Das war Dieter Uhrig, der Orchesterdirektor. Und er hat ja ein breites Lächeln. Und von diesem Moment an fühlte ich mich willkommen. Das war so wie in der Medizin kalte und warme Umschläge, nicht wahr? Wechselhaft. Aber von dem Moment war ich gefangen von der Kapellatmosphäre. Es hat geschneit, es war im März, es war kalt und ein bisschen ungemütlich. Aber als ich zum Orchester kam, war das alles sehr freundlich und offen. Ich war auch ein bisschen bange, muss ich sagen, denn das Programm, das wir spielen sollten, war Carl Nielsens 5. Symphonie. Und das kannte natürlich niemand. Ich habe das gewählt, weil ich hatte eben diese Symphonie in Kopenhagen gespielt. Das war mein Orchester damals. Aber ich wusste nicht, wie wird die Kapelle das begegnen, diese Musik. Mir war das ganz bekannt, aber die Kapelle war das neu. Und schwieriges Stück, sehr schwieriges Stück. Wir hatten nur 3 Proben, glaube ich. Und wie soll man das in 3 Proben meistern? Ein enorm schwieriges Stück. Und natürlich dazu hatten wir auch das Konzert für 4 Holzbläser von Hindemith mit Kapellsolisten. Und inzwischen war auch das Brahms-Willi-Konzert mit, wer hat das nochmal, habe ich vergessen, aber da war ein prominenter Solist. Also ein gewaltiges Programm. Aber schon nach dem ersten Tag war Carl Nielsen fast perfekt. Ich habe gestaunt. Und ich erinnere mich, ich sprach mit Herrn Jochem Ulbricht, einem Kollege von Alfred Schindler, an der ersten Pult von den Bratschen. Und er sagte, ja,
Das ist ganz fremde Musik für uns. Das ist nicht schlecht. Und die waren ein bisschen disorientiert, aber perfekt haben die doch trotzdem gespielt. Ich war sehr, sehr verwundert und begeistert von der Kapazität der Kapelle. Und natürlich dieser Klang. Ich kannte diesen Klang von der Kapelle von Kindesbeinen. Denn ich hatte in Schweden während des Krieges jeden Morgen, Sonntagmorgen um 11 Uhr ein Orchesterkonzert gehört über Deutschlandfunk. Und da hörte ich zum ersten Mal die Kapelle. Ich war vielleicht 13, 14 Jahre alt und da war Musik nicht gut, kannte. Aber nicht vom Klavier, wo ich das kannte, sondern für Orchester und so farbig und schön. Und ich wundere mich, was war das eigentlich? Und nach dieser Vorführung sagte der Ansager, sie hörten die Staatskapelle, die sächsische Staatskapelle unter der Leitung von Karl Böhm in der Mozart-Variation und von Max Reger. Und ich dachte, das war das Schönste, was ich je gehört habe. Also seitdem war ich Fan von der Staatskapelle, der sächsischen Staatskapelle. Und jetzt stehe ich davor, vielleicht 30, 40 Jahre später, und höre diesen Klang in Natur. Also Sie können sich vorstellen, wie man sich da gefühlt hat. Das ist wirklich wahr, dass dieser Klang es gibt. Nicht nur im Funk, aber noch schöner natürlich, ganz naturell. Das war also der warme Umschlag nach diesem kalten Umschlag im Zug und in der Ostberliner Bahnhof. Die Fortsetzung ist jetzt Geschichte, aber das war der Anfang. Das hört sich mit Hindemith und einer Dresdner Erstaufführung, einer Nielsen-Sinfonie, das hört sich nach einer echten Feuertaufe an für Sie in Dresden. Und es war, glaube ich, eine cheflose Zeit von dem Orchester, oder? Das Orchester hatte keinen Chefdirigenten zu der Zeit? Oder zumindest war es in den Folgejahren so, dass Sie dann so langsam doch mit dem Orchester warm wurden und dann, ja, das müssen Sie vielleicht auch noch beschreiben, bis Sie 75 Chef wurden. Da reden wir ja von 6 Jahren, da waren Sie sehr oft in Dresden zu Gast. Ja, wenn nicht diese politischen Schwierigkeiten gewesen waren in 68 bis 69, wäre ich nicht nach Dresden gekommen. Mhm. Also ich habe dadurch zu danken die russische Invasion in Prag, um diese Dubček-Freiheitsbewegung zu zerschlagen. Das habe ich zu danken, dass ich nach Dresden gekommen war. Denn bei dieser sehr furchtbaren Geschichte passierte sowohl in Dresden als in Leipzig wichtige Sachen. Denn beide Orchester hatten tschechische Chefs. In Dresden war das Martin Tunowski, in Leipzig war das Václav Neumann. Und beide haben mit sofortiger Wirkung nach Hause gefahren. Ich konnte natürlich nicht dulden, dass Soldaten auch von der Deutschen Demokratischen Republik ein bisschen beteiligt war in der Niederschlagung dieser Freiheitsbewegung in Prag, wo ihre Landsmänner getötet wurden. Das kann man auch verstehen. Martin Turnowski habe ich leider nie getroffen, aber sein Sohn ist Fagottist in der Wiener Philharmoniker, kenne ich sehr gut. Also hängt alles zusammen. Und Václav Neumann haben wir eben gefeiert in Leipzig, denn das war sein 100. Geburtstag. Und der war Gewandhauskapellmeister in 4 Jahren. Und das wollten wir auch feiern. Und haben dadurch auch ein bisschen Prager Musik gespielt, in einem Gedächtniskonzert. Natürlich die Prager Sinfonie von Mozart, aber auch eine Sinfonie von Voracek, Jan Václav Voracek. Das war eine neue Bekanntschaft für mich. Aber diese Sinfonie, geschrieben etwa 1825,
hat Václav Neumann in sein Examen in der Musikhochschule in Prag dirigiert, auf sein Examen. Er hat auch etwas geschrieben, dieses Werk, und das war völlig neu für mich. Aber ich habe das dann studiert und war begeistert von dieser Musik. Es war Covid-Zeiten und war fast keine Konzerte. Also ich hatte 3 Monate, das zu lernen, ohne Konzerte. Und das habe ich natürlich ausgenutzt und genau studiert. Ich habe das wunderbare Sachen dort entdeckt. Der war Kollege mit Schubert. Der kam nach Wien als Hoforganist, junger Mann, und hat Schubert getroffen. Und Schubert war sehr begeistert von Wojciech und hat vieles von ihm übernommen. Sie kennen sicher die Moments Musicaux von Schubert. Diese wunderbare kleine Klavierstücke, die Impromptus auch von Schubert. Das hat er von Wojciech. Wojciech hat auch Moments Musicaux geschrieben und Impromptus. Er hat die Titel übernommen. Natürlich nicht die Musik kopiert, aber mit seinem Geist erfüllt. Also da war eine große Verbindung. Die waren sehr befreundet, diese 2 Männer. Wojciech hat nur 1 Symphonie geschrieben, das war diese. Aber viele Kammermusik. Er starb sehr früh, noch in 25, 27, glaube ich, gestorben, von TBC. Also er hat eine sehr kurze Schaffenszeit, wie auch Schubert übrigens. Also das ist die Verbindung mit dieser politischen Verwicklung in diese Zeiten und mein Dasein in Dresden. Man brauchte natürlich dann Ersatz. Für alle Konzerte mit dem Chefdirigenten Martin Tunowski wurden dann für 3 Jahre waren offen. Das ist keine gute Situation für einen Orchestermanager. Und da hat man da in der Suche nach Ersatz auch mich gefunden in Schweden. Und warum mich? Ja, ich war ja völlig unbekannt. Aber die Kapelle war in 68, gerade nach diese furchtbaren Verwicklungen in Prag, war die Kapelle auf Reise in Schweden, auf Tournee. Wir sprechen heute Abend vom Tournee der Kapelle. Die Kapelle war in Schweden. Und da hat man wahrscheinlich von mir gehört und dachte, vielleicht ist das etwas, was uns interessieren könnte. Und so hat man mich eingeladen. Ich habe sehr gezögert, denn wer fährt in einem kommunistischen Land? Aber ich dachte, das ist doch die Kapelle. Da kannst du nicht Nein sagen. Das ist unmöglich. Und da bin ich natürlich gefahren und das habe ich nie bereut. Das war auch eine Wende in meinem Musikerleben. Na, dann müssen wir jetzt unbedingt noch die zweite Hauptperson des heutigen Abends noch etwas Ihnen genauer vorstellen oder überhaupt einführen. Und zwar Alfred Schindler. Da muss ich vielleicht Ihnen doch noch ein bisschen ausholen, folgendermaßen. Alfred Schindler, Solobratscher, lange Zeit im Orchester, also aus den 50er Jahren bis in die 80er Jahre und über ihre gesamte Chefzeit hinweg hat Alfred Schindler ja als Privatmensch auf den Tourneen für seine Lieben zu Hause Filme gemacht. Also gerade wenn es ins nicht-sozialistische Ausland ging und man mal rauskam, da hat Alfred Schindler ja viel gefilmt, was gar nicht mit dem Orchester, sondern eher mit dem Alltag in den Ländern zusammenhing. Also er hat die Leute in der Fußgängerzone gefilmt, er hat in Tokio die Kollegen beim Essen gehen, hat er die Kamera mitgehabt. Er hat Kinder beim Spielen gefilmt. Er hat natürlich die tollen Autos gefilmt im Westlichen, auch in Amerika. Und viel Alltagsleben. Und aus heutiger Sicht ist das eine Farbe, die uns von den Kapelltourneen ja unbekannt war. Das ist etwas, was unser Bild von der Kapelle ja rundet und noch ganz andere Einblicke gibt in das Tourleben der Kapelle. Ich bin also sehr dankbar, dass wir also mit Frau Schindler heute ja auch noch einen Zeitzeugen mit haben. Und für Sie, Frau Schindler, und für die Kinder waren die Filme eigentlich, nicht wahr? Das waren private Filme. Also wir haben heute Teil
an eigentlich etwas sehr Privatem. Sie haben auch vorhin schon das Titelbild gesehen, Splitter einer Konzertreise. Ja, das hat der Alfred irgendwie so auf Betttüchern und dann so mit Zetteln und handgemalt gemacht. Und dann wurde das im Familienkreis eigentlich vorgeführt. Und für uns ist es eine große Ehre, in der Bibliothek so ein ganz privates Dokument jetzt auch mit Ihnen allen teilen zu können. Denn diese Filme, 33 an der Zahl, sind seit letztem Jahr im Rahmen eines Programms digitalisiert worden. Und das können Sie jetzt im Internet alle nachschauen, diese Filme, und können eintauchen in diese Zeit auch von Herrn Blomstedt, der auf diesen Film immer mal auftaucht und vorblitzt. Vielleicht werden wir ihn nachher noch sehen. Über dieses Programm wollte ich Ihnen auch noch ein Wort kurz erzählen. Das heißt SAFE, dieses Akronym heißt also Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen. Und im Rahmen dieses Programms werden also alte Medienschätze, Tonbänder, Videokassetten, auch alte Filme digitalisiert und der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt. Als Musikkritiker finde ich da immer mal auch ganz tolle Schätze, über die es sich wirklich zu schreiben lohnt und die es anzuschauen lohnt. Letztes Jahr haben wir etwa einen Film digitalisiert von dem Maler und Filmemacher Wolfgang H. Scholz. Da hat dann die Dresdner Philharmonie im Kulturpalast live den Film dann vertont. Nachvertont, der war ursprünglich schon angelegt mit Musik, die ein Philharmoniker geschrieben hatte. Das sind natürlich tolle Erlebnisse, wenn man solche Schätze wieder ausgraben kann und die im Rahmen von SAFE wieder aufleben. Oder, ich habe auch Herrn Blomstedt vorhin schon heimlich erzählt, wurde mir eine Kiste angeliefert von Saskia Zimmermann. Da sind ganz frühe Tonbandaufnahmen von Udo Zimmermann, von dem Dresdner Komponisten und späteren Intendanten enthalten. Und da ist ein frühes Violinkonzert zum Beispiel drauf. Da müssen wir also unbedingt mal nachschürfen und nachgraben, was es damit auf sich hat. Und solche Schätze, die hat uns auch Frau Schindler angeliefert. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen und auch mit Ihnen, lieber Herr Blomstedt, mal einfach ein bisschen reingucken, damit Sie mal sehen, was das eigentlich so war, was Herr Schindler damals aufgenommen haben. Ich glaube, unser erstes Beispiel, das ist eine Amerika- und Kanada-Reise. Also hier sehen Sie schon, auf unserem Bildschirm ist das schon zu sehen. Ich glaube, es geht an die Niagara-Fälle. Gucken wir mal, was Herr Schindler da erzählt, bildlich erzählt. Und ich weiß nicht, Herr Blomstedt, ob Sie nebenbei so ein bisschen mit erzählen wollen oder ob wir uns da konzentrieren können. Das können wir ja mal rausfinden. Hier geht es offenbar an die Niagara-Fälle. Vielleicht können Sie ja nebenbei, das sind ja Stummfilme, einfach noch ein bisschen erzählen, wie Sie das Orchester auf diesen Tourneen begleitet haben. Sie haben sicherlich nicht immer mit den Musikern die Zeit verbracht, aber wahrscheinlich öfter, als das heutzutage der Fall ist, oder? Ich sehe Sie zum Beispiel einmal mit dem Bus fahren mit den Musikern. Ich glaube, Herr Thielemann würde wahrscheinlich heute mit dem Hubschrauber dann anreisen an die nächste Konzertdestination oder mit dem Flugzeug. Und hier hatten Sie sehr lange Zeit mit den Musikern zusammen, nicht wahr? Das war wunderbar. Das war anstrengend natürlich. Ich weiß nicht, wie viele lange wir unterwegs waren, vielleicht 3-4 Wochen. Und die ersten 2 Wochen saß ich im Bus zusammen mit der Kapelle. Das war eigentlich sehr schön. An der ersten Reihe saß ich mit Herrn Milling zusammen, der Konzertmeister auf dieser Tournee. Aber am Ende war das mir doch ein bisschen anstrengend. Und ich fragte die Tourneeleiterin, das war Mrs. Walters von der Columbia Artist in New York, ob es nicht möglich wäre, noch ein Arthur zu haben, wo ich ein bisschen freier mich bewegen konnte. Und sie hat gesagt, it's so expensive. Miss Walters war eine entzückende ältere Dame. Sie war in Dresden aufgewachsen. Und sie ist groß geworden unter den Flügeln von Karl Elmendorf, einer von den wichtigsten Operndirigenten in Dresden. Also sie war mit Dresden sehr verbunden. That's so expensive. Aber wir hatten Glück, denn
der westlichsten Stadt unserer Reise war in Lincoln, Nebraska. Und in Lincoln, Nebraska gab es ein College, wo ein von den Lehrern war ein Schüler von mir. Ein Japaner, Mr. Wada. Und der war ein großer Fan von der Kapelle. Und er hat sich angeboten, 2 Wochen freizunehmen und als mein Chauffeur zu, das wäre für ihn das Beste, was passieren könnte, dass er mit mir chauffieren könnte, 2 Wochen und jeden Tag die Kapelle hören. Also er hat zur Verfügung gestellt, ohne Honorar. Mrs. Walters brauchte nur das Auto zu zahlen. Und so als er von diesem Zeitpunkt an hatte ich voll mit Herrn Warder zusammen. Und Herr Warder wurde mit dem Orchester sofort große Freunde. Er hatte als Interpret und kleine Beschaffungen hatte gemacht, hat die Kapelle sehr geholfen. Und er war von der Kapelle sehr beliebt. Ein wunderbarer Mensch, ich kannte ihn ja gut. Und er sagte mir eines Tages, darf ich dir ein bisschen an deine Schultern fühlen? Ja. Und er sagte, ja, ich muss dir ein bisschen Massage geben, sagte er. Ja. Und das konnte er auch, das wusste er nicht. Also musste mich hinlegen im Hotelzimmer und er hat mich gearbeitet, um das zu lockern. Und das war Mr. Wader. Aber es gibt so viele Erinnerungen mit auf diese Kapellreise, die meisten positive, auch einige schwierigen. Denn in einem anderen Konzert, ganz westlich in Iowa, in Ames in Iowa, hatten wir 3 Konzerte. 3 Konzerte in dieses kleine Loch. Das war vielleicht 10.000 Einwohner. Da sollten wir 3 Konzerte haben. Was ist das für eine Planung? Aber es gab ein großartiges Konzerthaus, vielleicht Herr Damm erinnert sich das, es war Stevens Auditorium in dieser kleinen Stadt, da gab es eine wichtige Universität. Und dieser Saal war voll, war ein ganz moderner Saal, sehr schöne Akustik, gute Akustik, war voll 3 Abende. Wir waren da am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, hatten jeden Abend Konzert. Und das Interesse war enorm. Der Saal war groß, etwa 2000 Plätze. Und einen Abend kamen 3 Busse aus Kanada mit Musikern von einem Sinfonieorchester in Calgary oder sowas. Ich habe vergessen, welche Stadt das war. Sie hatten 8 oder 9 Stunden im Bus gesessen, um die Kapelle zu hören. Also das Interesse war enorm. In Michigan spielten wir in einem sehr schönen Ort, in Ann Arbor, ein wunderbarer Konzertsaal, aber auch in einem kleinen Ort, der hieß Kalamazoo. Das war kein wichtiger Ort auf der Karte. Aber das, wir haben da, als die Vorprobe war, haben wir gemerkt, das war in einem Hippodrom. Es roch noch nach Pferde. Und es war Winter. Wohin setzen die uns? Die haben doch keine Ahnung von der Qualität der Kapelle in Kalamazoo, sollen wir spielen. Aber wir wurden uns besser belehrt. Wir kamen in der Hippodrom. Orchester saß auf etwa 2 Meter hohe Boxen. Und das war noch Eis da, denn die Hippodrom war im Winter als Eisbahn. Eisbahn. Also das war kalt drauf. Wir saßen 2 Meter hoch, aber die Akustik war fantastisch. Fantastisch. Und das werden wir nie vergessen, wie schön das dort geklungen hat. Und der Saal war natürlich voll. Und die hatten gratis Karten bekommen. Denn Kalamazoo war ein Ort, wo die Autoteile für General Motors in Detroit gebaut haben. Und die Autoindustrie war in großer Shambles. Also das funktionierte gar nicht. Die waren arbeitslos.
Und die Stadt hat als kleine Ermunterung für die Bevölkerung freie Karten für dieses Konzert gegeben. Also der Saal, wenn man das so nennen will, der Hippodrom war voll. Und die haben die Kapelle hochgeschätzt. Also das war wirklich, wir spielten in wunderbar bekannte Konzertsäle natürlich auch. Aber das waren die Extreme. Aber das hat immer eine gute Auflösung. Es hört sich ein bisschen nach Wildwestzeiten an. Ja? Heutzutage ist das ja kaum noch vorstellbar. Auch wie oft die Kapelle musiziert hat, wie lange sie auf Reisen war teilweise. Die Zeiten haben sich in den letzten 50 Jahren doch sehr geändert, offenbar. Ich würde gerne mit Ihnen mal einen Schwenk um die halbe Welt machen und noch einen zweiten Film mit Ihnen anschauen. Vielleicht fallen Ihnen dann ähnlich lustige Geschichten dazu ein. Wir reisen jetzt, glaube ich, nach Japan und werden gleich ganz herzlich begrüßt mit einem Schild Willkommen Staatskapelle Dresden. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Sie können ja gerne noch ein bisschen erzählen dazu, was wir hier sehen. Wissen Sie schon, wo es hingehen wird? Ich glaube, die Zwischentitel verraten uns sogar die Städte. Ja, hier, Mount Fuji sehen wir gleich. Und das war offenbar auch eine Tournee, die quasi einmal um die Insel sozusagen führte. Ja? Also viele, viele Konzertorte hintereinander. Sie reisten mit dem Schiff und mit der Bahn und mit dem Bus. Ja, also ich weiß nicht, das fallen Ihnen zu Japan noch Dinge ein? Ich glaube, hier hat Herr Schindler auch teilweise wirklich kuriose Szenen gedreht. Und der hat natürlich viel Land und Leute gefilmt, Straßenszenen. Später in Bundfilmen, auch ja, Geishas und an Touristenorten, hat die Kapelle offenbar auch einige freie Tage gehabt. Ich weiß nicht, ob Ihnen noch was einfällt zu diesen frühen Tagen in Japan. Ich glaube, das Orchester war zum ersten Mal in Japan, so wie auch die amerikanische Tournee. Das war die erste Tournee der Kapelle in Amerika. Das war in 1979. Das hat die Veranstalter sehr gut geplant. Wir kamen nach Japan mit Jetlag natürlich und die haben uns platziert in einem sehr kleinen, aber schönen Hotel am Fuße von Mount Fuji in Hakone. Das ist ein sehr berühmter Kurort in Japan. Und da waren wir also ein ganzes Wochenende ohne Konzerte, um uns zu akklimatisieren, gewöhnen an die neue Zeit. Dem ersten Abend habe ich eine sehr gute Erinnerung. Ich kam in mein Zimmer und dann plötzlich in jedem Zimmer war ein Pyjama. Das gehörte zum Ausrüstung, eine Yukata. Das ist ein japanischer, einfacher Kimono. Nicht ein exklusiver Kimono, aber so ein Abendkleid, was man auch im Bett verwendet, ein Yukata. Und ich sitze in meinem Zimmer und ich höre, einer von unseren Trompetern geht ganz aufgeregt in dem Gang und sagt, ich habe keinen Yukata in meinem Zimmer. Ich habe keinen Yukata in meinem Zimmer. Der wollte das ganze Land kaputt machen. In seinem Zimmer war kein Yukata. Also so schnell werden wir verwöhnt. Hat sicher ein Yukata bekommen. Es war so sehr gut geplant. Ich war nicht der einzige Dirigent, ich war zusammen mit Kurt Sanderling. Das war wahrscheinlich schon vorher geplant. Und Kurt Sanderling war ja gewesener Chefdirigent der Kapelle. Und man hatte ihn gebeten, Teil der Tournee, und ich hatte dann den zweiten Teil. Aber wir reisten zusammen die ganze Zeit. So ein paar Konzerte Sanderling, ein paar Konzerte Blomstedt. Und das hat eine wunderbare Gelegenheit, Mr. Sanderling ein bisschen kennenzulernen, den ich sehr verehrte. Er war ein großartiger Mensch und er hat viel erzählt von seiner Zeit in Russland. Und das war natürlich für mich eine neue Welt, das zu hören. Und er hat wunderbare Geschichten erzählt.
die typisch war. Was ist das schönste Gefühl zum Beispiel? Ja, das schönste Gefühl ist, wenn man um 3 Uhr nachts hört, auf dem Tür, sind Sie Herr Petrov? Nein, eine Etage höher. Oder eine andere Geschichte. Drei Insassen im Gefängnis treffen sich zum ersten Mal. Und die sind jetzt verdammt eine lange Zeit zusammen in derselbe Zelle zu wohnen. Und der eine sagt, warum bist du denn hier? Und er sagt, ja, ich war gegen Petrov. Oh. Und warum bist du hier? Ja, ich war für Petrov. Und warum bist du? Ich bin Petrov. Solche Geschichte hat Herr Sandeli mir erzählt. Und natürlich in der Musik hat er vieles andere erzählt, ohne Worte. Wie er musiziert hat, er war ein Grand Seigneur als Musiker. Sehr langsame Tempo, aber wunderbar durchgearbeitet und wunderbarer Musiker. Seitdem ist er einer von meinen Vorbildern. Er lebte auch sehr lange. Er wurde, glaube ich, 99. Also ich habe noch etwas einzuholen dort. Darf ich eine kleine andere Witz? Ja, das ist ein Witz, das ist wirklich so. Wir waren eingeladen zu den DDR-Botschafter in Tokio. Der heißt Kurt Fischer. War sehr nice, sehr großartige Residenz, sehr schön. Und da trafen wir auch einige Musiker, andere Musiker, die eingeladen werden, die gerne die Kapelle treffen möchten. Da war auch ein Bratschist von der Hillier Streichquartett, sehr bekannter, wunderbarer Streichquartett. Und der Herr Ulbricht, der kleine Rudolf Ulbricht, aber der große Musiker, hat auch Frau Hillier umarmt. Die waren ja Musiker, nicht wahr? Kammermusiker und kannten eine bei Reputation. Die haben voneinander gehört. Aber hier eine große Umarmung. Und ich hörte Herr Ulbricht nachher zu einem anderen Kollegen in der Kapelle, es war gar nichts da. Also auch die privat, die Musiker so zu kennen, war etwas Neues für mich. Mit viel Humor, ein wunderbarer Humor. Herr Ulbricht, Rudi Ulbricht, war ein Vorbild für die ganze Kapelle. Das habe ich gemerkt schon in den ersten Proben. Ich habe gemerkt, plötzlich war die Kapelle viel leiser geworden. Und ich habe kein Zeichen gegeben, leiser zu spielen. Und das habe ich so mit meinem linken Auge gesehen. Herr Ulbricht hat so gemacht. Er spielt normal so und plötzlich macht er so. Die ganze Kapelle hat das sofort registriert. Das bedeutet, Kollegen, ihr seid zu laut. Wunderbar, wunderbar. So reaktionsfähig die Kapelle war. Die kleinsten Zeichen, auch von Kollegen, werden sofort registriert. Und das wird sofort danach gehandelt. Wunderbar, wunderbar. Das ist meine Bewunderung für die Leistung, für die Sensibilität der Kapelle war enorm gestiegen. Lassen Sie uns noch ein bisschen auf Alfred Schindler kommen. Denn offenbar kannten Sie ihn auch ein bisschen privat. Können Sie da noch ein bisschen erzählen? Wie Sie sich so kennengelernt haben? Oder Herr Schindler hat ja dann das Orchester, er war dann erkrankt und konnte nicht mehr aktiv spielen. Aber Sie haben sich offenbar auch danach noch einige Male getroffen. Ja, ich kannte alle Musiker der Kapelle vom Gesicht her und vom Spielen natürlich zeigt man seine ganze Persönlichkeit. Mhm. 150 Persönlichkeiten, sehr verschieden.
Also es kommt gar nicht in Frage, dass ich da Heimbesuche mache und Kaffee trinken mit dem und mit dem. Aber ich kenne jeden Musiker durch das Spielen. Das ist so, wenn wir spielen, können wir uns nicht verstellen, nicht wahr? Wir können uns, wenn wir sprechen, sehr gut verstehen, wir können freundlich sagen und dann können wir mit etwas anderes meinen. So kann man gut umgehen miteinander. Das ist normal. Aber in der Musik kann man sich nicht verstellen. Kann man nicht. Man zeigt sofort, wie man ist, wenn man spielt. Und so hatte ich das Gefühl, ich kenne jeden Musiker in dem Orchester. Und ich liebe diese Verschiedenheiten. Es ist nicht so, dass einige sind weniger gut als die anderen. Alle sind ganz verschieden gut, in verschiedenen Weisen. Der eine ist sehr virtuos, andere ist vor allem ein guter Hörer. Eine ist sehr ruhig, andere sind feuerhaft, aber alle haben denselben Intensität. Herr Schindler war ein ruhiger Typ. Der saß immer fest so verankert auf seinem Stuhl, aber enorm konzentriert. Er hörte alles und er war von den Kollegen hochgeschätzt, das habe ich gemerkt. Die haben ihn genannt der König. Die Bratschenstimme war eine hervorragende Gruppe. Ich kenne viele noch bei Namen und in Erinnerung kann ich sehen, das waren Feuerköpfe da, das waren sehr interessante Odd Personalities, das waren also sehr verschiedene Persönlichkeiten. Aber der König war der König, das war der vorne da sitzt. Er wurde krank, ich habe ihn, glaube ich, ein paar Mal besucht zu Hause in seine Krankheit. Aber sonst kannte ich ihn nicht sehr gut, nur vom Spielen her. Und vom Spielen her habe ich ihn sehr verehrt. Das war ein idealer Musiker. Und seine Kollegen haben das auch so eingeschätzt. Der König. Das kann nicht jeder der König sein. Das ist so interessant mit den Musikern, nicht nur in der Kapelle, jedes Orchester ist so. Es ist voll von verschiedenen Persönlichkeiten. Beethoven einmal gesagt, wir fehlen alle. Jeder fehlt in eine andere Weise. Und so ist das auch. Wir haben auch unsere Vorteile. Jeder hat einen anderen Vorteil. Und das ist gut so. Nicht jeder hat dieselben Vorteile. Wir komplettieren einander. Und das ist faszinierend, dass das unter einem Nenner, und die Nenner heißt die Kapelle, dass das da groß wird und da gedeiht wird und entwickelt wird. Also vielleicht kann ich die Gelegenheit auch noch mal nutzen und Sie ein bisschen kitzeln. Und ich möchte sagen, dass das SAFE-Programm natürlich von den Gaben auch der Quellgeber lebt. Also wenn Sie als Musiker oder wenn Sie als Publikum denken, also und heute angeregt sind, kommen Sie doch gerne auf uns zu, auf die Bibliothek zu. Wenn Sie meinen, Sie haben noch ein Schätzchen im Keller, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie die Geschichte des Orchesters und auch die Geschichte der Kapelle und auch von Sachsen noch ein bisschen bereichern durch solche bunten Zugaben. Ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, dass ich kurz vor den Sommerferien haben wir eine Schenkung erhalten von einem Dresdner, der hatte in seinem Keller einen Sprechbrief gefunden, einen sogenannten Sprechbrief, war quasi eine Schallplatte, die man früher an so Automaten aufnehmen konnte. In den 40er Jahren ging das, 40er, 50er Jahren, in den großen Urlaubsorten konnte man seinen Lieben daheim eine Schallplatte aufnehmen, eine sehr obskure Form der Postkarte, und zu Hause konnte man die dann auf dem Grammophon abspielen, dann hörte man also, ich grüße euch aus dem Ötztal, und dann hat man also die Urlaubsgrüße quasi auf Schallplatte bekommen. Und als wir das zusammen mit einem Journalisten öffentlich machten vor der Sommerpause, habe ich danach einen Anruf bekommen in Schweden, im Holzhaus, wo sonst. Und da meldete sich ein Dresdner, der sagte, ich habe also viele solcher Sprechplatten, ich würde die der Bibliothek auch gerne zur Verfügung stellen. Also seien Sie angeregt und aufgefordert und eingeladen,
das SAFE-Programm mit weiteren Schätzen zu füttern. Tja, also ich denke, Sie haben einen Eindruck bekommen von den sehr, sehr kurzweiligen und ganz unterschiedlichen Eindrücken, die Alfred Schindler für uns festgehalten hat aus den damaligen Zeiten. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, auch online noch ein bisschen in der Mediathek der SLUB zu graben und auch weitere Filmschätze aus dem SAFE-Programm noch mal ein bisschen nachzuschauen. Auch der von mir erwähnte Film Schattensucher ist in der Mediathek enthalten, der von der Dresdner Philharmonie letztes Jahr noch mal neu vertont wurde. Und als ich mich letztes Jahr mit Frau Schacht und Frau Schindler unterhielt über die Filme, übrigens auch ein Interview, was Sie online nachschauen können, was noch ein bisschen die Hintergründe erzählt, da sagten die beiden, dass da ja noch eine große Kiste Tonbänder auf uns warten würde und dass da ja auch viele Ur- und Erstaufführungen und Stücke von Kapellmusikern, die sie einander geschrieben haben und die sie voneinander aufgeführt haben, dann auch noch Uraufführungen, die für Alfred Schindler geschrieben worden waren. Es gibt also ein Bratschenkonzert aus den 70er Jahren, meine ich, oder frühen 80er Jahren, 70er Jahren, glaube ich. Also da sind noch Schätze zu heben für uns, nicht wahr? Ich glaube, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Sie merken, also diese Stunde ist viel zu schnell vergangen und ich glaube, Herrn Blomstedt, wir müssen einfach daraus einen regelmäßigen Termin machen, wenn Sie nächstes Jahr in der nächsten Saison wieder da sind. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich Ihnen dann die nächsten Schätze präsentieren könnte. Ich freue mich sehr, dass Sie diese Stunde mit uns verbracht haben. Und bevor das Fritz-Busch-Quartett und Robert Obereigner uns nochmal in den Abend verabschieden, wollte, glaube ich, Anke Hain vom Orchestervorstand uns noch ein überraschen. Jetzt bin ich gespannt, was uns da noch blüht. Lieber Herr Blomstedt, ich bin noch ganz oder immer wieder ganz beglückt, weil es gleichermaßen Freude und Bereicherung ist, Sie nicht nur in den Proben und Konzerten zu erleben, sondern einfach auch, wenn Sie erzählen von den vielen Jahren, Jahrzehnten, die Sie mit der Kapelle erlebt haben und noch erleben werden. Und es ist einfach ein Geschenk, Sie immer wieder zu erleben. Und wir haben uns überlegt, weil wir heute auch über Reisen sprechen, dass wir ein kleines Andenken an die, ich glaube sogar, wie Sie sagten, erstes Gastspiel Japan, haben wir mitgebracht, eine Reproduktion des Originalplakats des Japan-Gastspiels von 1978. Mal kurz einmal, du hältst es mal. Ansonsten. Vielleicht ihm auch. Und wir haben noch einen ganz besonderen Zufall, nämlich Peter Damm ist auch zugegen heute Abend, der bei dieser Tournee, Sie werden das besser wissen, auch das Strauss-Horn-Konzert als Solist gespielt hat. Ansonsten war es ein Programm auch mit Beethoven, Bruckner, Wagner, glaube ich auch. Das wissen Sie wahrscheinlich noch viel besser. Genau, dann würde ich Ihnen gerne das einmal... Ja. Dann gebe ich Sie. Genau. Vielen Dank. Fantastisch. Oh. Ja. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist noch eine Bereicherung von den vielen Erinnerungen von der Kapellreisen. Ich muss Ihnen erzählen, das erste Konzert in Amerika war an einem ganz besonderen Tag. Das war der 24. Oktober. Das ist der Geburtstag der Vereinten Nationen. Und da spielten wir in dem Saal von den Vereinten Nationen nicht ein gewöhnlicher Konzertsaal, sondern in diesem großen Vereinssaal von der Vereinten Nationen. Und das war ein sehr
Vereinte Nationen Programm. Wir hatten Leontine Price als Solist, eine schwarze Sängerin aus Amerika, hervorragende Sopranistin. Sie hat Strauss viele Lieder gesungen. Und wir haben von Siegfried Matthus ein Werk von ihm, Responso, gespielt. Und am Schluss, glaube ich, eine Brahms-Symphonie. Und am nächsten Tag spielten wir in West Point. Das ist die Militärakademie von Amerika. West Point. Das war eine etwa 2 Stunden Fahrt nördlich von New York. Und da war das ganze Orchester eingeladen zu einem Dinner. Und wir durften gerade rein in diese Militärakademie fahren, ohne Kontrolle. Keine Soldaten, keine hat gefragt, nur direkt rein. Ich habe in Dresden einen Ausflug gemacht zu einer Institution in der DDR. Wir wurden genau kontrolliert von Soldaten. Hier war alles offen. Und man hat 12 deutschsprachigen Kadetten eingeteilt, die Musiker der Kapelle betreut haben, in Deutsch. Und jeder hat ein Geschenk bekommen. Ich habe auch ein Morgenkleid bekommen. Morgenmantel. Die ich noch heute verwende. Also es sind hunderte von wunderbaren Erinnerungen. Und noch habe ich noch eine dazu. Vielen Dank. Und wir haben... vielen Dank. Und weil wir sie aber natürlich gar nicht genug beschenken können, hat Andreas Schreiber noch in seinem unendlichen Fundus auch was gefunden, was direkt Bezug von der damaligen Zeit auch zum morgen stattfindenden Geburtstagskonzert direkt den Bezug herstellt. Ich übergebe mal ganz kurz. Ja, es ist mir eine große Freude, das zu machen, weil das, was ich in der Hand halte, ist vor 30 Jahren aufgenommen worden. Auf der dritten Japanreise, wenn ich mich richtig erinnere, 1981. Das Programm Schubert, unvollendete Bruckner, 4. Sinfonie. Im Juli 1981 in Tokio im Bunker Kaikan. Das ist ein Konzertmitschnitt, eine DVD, also in Japan als Laserdisc veröffentlicht, ob privat oder weiß ich nicht, ich habe das von japanischen Freunden bekommen. Ich habe es einfach kopiert und wenn die Bibliothek spontan ist, könnte man die einlegen und kurz reingucken. Also das ist nur eine kleine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Unglaublich. Das ist ein, wie gesagt, DVD, dann können Sie sich das in Ruhe im Hotel oder zu Hause ansehen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Unglaublich, gerade das Programm von heute. Weil Sie von Schätzen sprachen. Also es findet sich so immer ist es was, gedacht. Ja? Genau. Vielen, vielen Dank, Herr Schreiber. Und natürlich noch. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und einen besonderen Dank an Frau Schindler, dass Sie hier sind heute Abend und dass wir zusammen sein können mit Ihnen. Und diese große Erinnerung an ihren Mann. So warme Gedanken und Gefühle kommen da. Ich weiß, er war sehr krank. Er war Diabetiker und hat darunter sehr gelitten am Ende seines Lebens. Ich habe ein besonderes Gefühl dafür, denn ich bin selbst Diabetiker seit ein paar Jahren. Also ich bin sehr spät Diabetiker geworden. Ich habe keine Symptome sonst. Aber ich kann sehr gut fühlen, was er gelitten hat in dieser Zeit. Also wir haben großen Respekt und Liebe zu Ihrem Mann. Vielen Dank, dass Sie ihn betreut haben.